Hallo zusammen. Ich möchte euch heute mal erzählen, was ich alles so am Tag über an Bord mache. Also wenn ich nicht gerade am Segeln bin, sondern mal einen Tag lang in der Bucht liege. Also vom Aufstehen übers Gassi gehen, Frühstück, Mittagessen und so weiter. Viel Spaß dabei. Skyla ist ein zuverlässiger Wecker, der anspringt, wenn die Sonne aufgeht. Und ich werde von ihr so lange angestupst, bis ich dann auch endlich aufstehe. Guten Morgen. Das war eine ziemlich ruhige Nacht hier in der Bucht. Sehr gut geschlafen. Ich bin, glaube ich, kein einziges Mal aufgewacht. So, Zeit zum Aufstehen und eine gassige Runde. Der morgendliche Hundelift, da die Treppen vom Niedergang für Skyla einfach zu steil und zu glatt sind. Der große Vorteil bei Reisen mit Skyla ist, dass man keinen Sonnenaufgang mehr verpasst. Je nach Witterungsverhältnissen muss ich morgens das Dinghy von den Tautropfen befreien. Skyla kann sich gut über Wasser halten, dafür braucht sie nicht die Schwimmweste. Aber der Haltegriff ermöglicht es mir, sie leichter ins Beiboot und vom Beiboot wieder zurück ins Boot zu verfrachten. Ich genieße die Ruhe am Morgen inmitten der Natur, bevor alles aufwacht, und erfreue mich an dem Sonnenaufgang. Zurück an Bord wartet Skyla immer ungeduldig auf ihr Frühstück, da kann es gar nicht schnell genug gehen. Und friss. Anschließend setze ich Wasser auf für den Kaffee und bereite mir mein eigenes Frühstück zu, das meistens aus Brot, Nutella, Honig und Marmelade besteht. Jeden Morgen überprüfe ich die Wetterverhältnisse in meinen zwei Apps und dann habe ich heute auf meiner To-Do-Liste noch draufstehen, dass ich Benzin holen muss für den Dinghy, für den Außenborder. Dazu segle ich hoch in eine Ortschaft, nicht weit von hier, 2 Stunden etwa, und da ist fußläufig leicht eine Tankstelle zu erreichen. Das werde ich heute Nachmittag machen, so gegen 11 Uhr kommt ein schöner Südwind auf. Ich muss in den Nordosten, passt hervorragend. Einmal am Tag befreie ich das Cockpit vom Sand unserer Spaziergänge und auch von den Haaren von Skyla. Und da kommt ganz schön was zusammen. Wenn an Deck dann soweit alles sauber ist, starte ich mein kleines Workout, um mich fit zu halten.
Ist es nicht eine wunderbare Sache, wenn man die Haustür aufmacht und direkt in einen See springen kann? Ich telefoniere jeden Morgen mit meinen Lieben daheim und wir erzählen uns, was am Abend davor noch gelaufen ist, wo ich heute hin unterwegs bin und was sonst noch so alles ansteht. Wenn die See ruhig ist, mache ich mich an die Reparatur und Wartung von Dingen auf meiner nicht enden wollenden To-Do-Liste. Auf einem Boot geht irgendwie alles kaputt. Die Frage ist nur wann. In diesem Fall hat sich nur der Oberbelag vom Stand-up gelöst und ich muss es wieder ankleben. Heute Morgen habe ich vergessen, den Müll mitzunehmen beim Gassigehen. Naja, was man nicht im Kopf hat, hat man in den Beinen oder in dem Fall in den Rudern. Skylar ist nur ungern alleine an Bord und daher nehme ich sie meistens gleich mit. Das führt dann dazu, dass wir meist öfters anhalten müssen. Skylar ist einfach der Star und die Leute finden es toll, einen Hund an Bord oder im Dinghy zu sehen. Dadurch sind dann auf der Reise schon öfters Kontakte entstanden, die lange gehalten haben. Den Abwasch, den mache ich häufig mit Meerwasser, dadurch spare ich mir jede Menge Süßwasser an. Anschließend im Boot noch für Ordnung sorgen und dann ist es auch schon Mittag. So, 12 Uhr, Raubtierfütterung ist angesagt. Die tägliche Karotte für meine Fellnase ist nicht nur ein leckerer Snack, sondern auch ein Beitrag zu ihrer Gesundheit. Die knackigen Karotten sind reich an Vitaminen und Ballaststoffen, die das Wohlbefinden und die Verdauung von Skylar fördern. Ich habe es mir angewohnt, mittags nur noch Obst zu essen und abends dann warm. Der versprochene Wind für heute Nachmittag fällt aus, die Wettervorhersage hat sich getäuscht oder der Wind ist woanders, also hier passiert gar nichts, Flaute. Ich nutze jetzt die Zeit, um mal das Unterwasserschiff mal wieder zu reinigen, also von den Algen und von den paar Muscheln, die sie jetzt schon festsetzen, zu befreien. Trotz frischem Antifouling, das ich im Februar aufgebracht habe, bleibt an der Wasserlinie doch immer etwas hängen. Und dann ist Siesta angesagt, die ich meistens lesend verbringe und noch einen kleinen Powernap dranhänge. Fast täglich verfasse ich meine Erlebnisse in dem Tagebuch, das ich von meinen Kindern vor der Abreise geschenkt bekommen habe. Und dann ist es auch schon wieder Zeit für die Abend-Gassi-Runde mit Skylar. Wir nutzen die Wanderung als Erkundungstour und treffen oft meistens irgendwelche Leute, mit denen wir dann ins Gespräch kommen. Meine Kochkünste sind nicht besonders gut und daher beschränkt sich die Menükarte an Bord auf Kartoffeln, Reis, Nudeln, Spiegeleier und ähnliches. Abends bleibe ich oft lesend im Cockpit sitzen, bis die Sonne untergegangen ist. Die wöchentlichen Videos zusammenzuschneiden gehören mit zu dem Abendprogramm und wenn es dann dunkel ist, wird das Ankerlicht eingeschaltet und der Kühlschrank über Nacht ausgeschaltet.
Meine Familie kommt wieder für eine Woche an Bord und wir feiern mit Ian und Jay aus Zimbabwe auf der New Day zusammen mit unseren brasilianischen Freunden ein wunderschönes Abendessen. Yeah.